Kollege für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Schwert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrtes Publikum, liebe Netzbürger. Einen besonderen Gruß möchte ich an die Drosselkomm-Demonstranten vor der Telekom-Hauptversammlung richten, die uns in diesem Moment zuschauen, die die Kölner Piraten angemeldet haben. Achtung, Achtung, es steht nichts weniger als die Freiheit des... Herr Kollege, das ist an sich nicht üblich und das gehört auch nicht zu den parlamentarischen Gepflogenheiten. Da möchte ich noch einmal... Die Freiheit des Internets steht auf dem Spiel. Ein ehemaliger Staatskonzern und aktueller Quasi-Monopolist der Netzinfrastruktur hat sich daran gemacht, das freie, offene und gleichberechtigte Internet, so wie wir das kennen heute, schlichtweg abzuschaffen. Die gesamte Problematik der Telekom-Drossel lässt sich unter dem Begriff Netzneutralität zusammenfassen. Netzneutralität ist das zentrale Prinzip, nach dem das Internet bislang funktioniert. Alle Datenpakete im Internet sollen gleich behandelt werden. Das hört sich jetzt nicht so problematisch an. Dann möchte ich gerne veranschaulichen, was passiert, wenn dieses Prinzip verletzt wird. Übrigens, danke an den Herrn Vogt für den Vergleich, ist er noch da? Sehe ihn nicht. Für den Vergleich mit der Autobahn und so. Ich meine mich dunkel zu erinnern, das in einem Blog eines Fraktionskollegen schon gelesen zu haben. Naja, ab 1. August kostet sowas Geld. Danke, Leistungsschutzrecht. Also zurück zu dem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Ihr Stromversorger schließt einen Vertrag mit RTL 2 ab. Sie können so lange, wie Sie wollen, diesen Sender sehen. Aber wenn Sie andere Programme sehen wollen oder das Öffentlich-Rechtliche, dann wird Ihrem TV-Gerät nach 30 Stunden der Strom abgedreht. Ihr Stromversorger macht den anderen Sendern großzügig ein Angebot, das diese nicht ablehnen können. Durch Zahlung eines Schutzgeldes können Sie sich ebenfalls von dieser Sperre befreien. Das klingt absurd. Genau das sind aber die Pläne der Deutschen Telekom. Nach dem Verbrauch eines Inklusivvolumens soll der Netzzugang so weit gedrosselt werden, dass er quasi unbenutzbar wird. Da sind ganz wesentliche Dienste der Echtzeitkommunikation, des Videos und des Audio-Streamings nicht mehr aufrufbar. Selbst das normale Surfen ist so langsam, dass der Seitenaufbau Minuten in Anspruch nimmt. Damit ist der Netzzugang funktional kaputt. Das Entscheidende ist, die Telekom möchte bestimmte Dienste von dieser Drossel ausnehmen, etwa den firmeneigenen TV-Dienst Entertain. Wettbewerber schauen in die Röhre. Oder aber sie sind sogenannte Partner, haben also Lösegeld an die Telekom gezahlt. Dann sind sie ebenfalls von dieser Drossel ausgenommen. Die Folge sind verheerend. Kleine innovative Anbieter, nicht kommerzielle Projekte und private Webseiten haben das Nachsehen und fallen unter die Drosselung. Finanziell starke Konzerne können sich von dieser Drossel freikaufen. Das ist der Einstieg in das Zwei-Klassen-Internet. Google, YouTube und Bild Online immer zu empfangen. Abgeordnetenwatch, Netzpolitik.org, der Podblog oder vielleicht auch einfach die Webseite Ihrer Partei. Die bleiben außen vor. Die Bevorzugung von Diensten kann aber nur mit der Deep Packet Inspection stattfinden. Und das ist ein eklatanter Bruch mit dem Fernmeldegeheimnis, meine Damen und Herren. Blicken Sie bitte in § 88 des Telekommunikationsgesetzes. Zusätzlich plant die Telekom, ihren Kunden einen Aufpreis von 20 Euro dafür abzunehmen, einen ungedrosselten Zugang zu bekommen. Das ist keine Lösung des Problems, sondern doppelte Abzocke. Zuerst verkauft man dem Privatkunden ein Produkt, was faktisch defekt ist, und kassiert gleichzeitig von denjenigen Diensten ab, die sich von dieser Drossel freikaufen wollen. Und dann verlangt man auch noch einen Aufpreis von den Privatkunden, die ein unzensiertes Internet haben wollen. Das ist ungeheuerlich. Das Argument der Telekom, die Drosselung sei nötig, um den von sogenannten Vielnutzern verursachten Traffic zu bewältigen, ist falsch und vorgeschoben. Tatsächlich sind Backbone-Kapazitäten immer noch im Überfluss vorhanden und machen für die gesamten kalkulierten Kosten eines Internetzugangs nur wenige Cent aus. Es handelt sich vielmehr um den Versuch der Telekom-Chefetage, Netzbürger, also die Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt im Netz haben, als Vielnutzer gegenüber den vermeintlichen Normalnutzern auszuspielen. Das stellt eine öffentliche Diskriminierung dar. Die Spaltung zwischen Digital Natives und Besuchern im Internet wird so von der falschen Seite her geschlossen.
Wir Piraten und die Regierungsfraktionen sind uns einig, dass Netzneutralität gesetzlich festgeschrieben werden muss. Unser Antrag geht jedoch noch über den von Rot-Grün hinaus. Wir haben erstens eine Reihe von technischen Anforderungen formuliert, um eine gesetzliche Festlegung der Netzneutralität bürgerfreundlich und effektiv zu gestalten. Und zweitens wollen wir das Recht auf netzneutralen Internetzugang in der Verfassung verankern. Wir hoffen, unsere Änderungsvorschläge finden Ihre Zustimmung. Es geht um viel. Die Freiheit des Internets steht auf dem Spiel. Für ein echtes Netz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert, für die CDU.